Oh,
So einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Planet Zoo. Ich kämpfe hier noch ein bisschen mit meinem Chat Doc für OBS, weil ich das Ganze gerade über Laptop natürlich spiele und streame. Und dann habe ich immer das OBS auf meinem Fernseher und die Anzeige wird so verzerrt. Ich muss da erstmal was austesten. Ich hoffe, das geht jetzt gut. Ich hoffe einfach. Weil irgendwie seit dem neuen Update kann ich das nicht mehr so schön anpassen. Ich probiere es jetzt nochmal. Ich baue euch eh wieder Kapitel ein. Dann könnt da... Warte mal, da könnte ich es reinlegen. Oder sie ist auch nicht. Das gibt's doch nicht. Das passt sich einfach nicht mit an. Ja, dann muss ich mir... So. Ich probiere das mal. Bam, bam, bam. Ah, nee. Will nicht. Verdammt. Dann halt nicht. Dann muss ich das anders machen. So. Dann lege ich mir das halbwegs hier so drüber. Jetzt sehe ich es gar nicht mehr. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Wir gehen gleich ins Spiel. Gleich gehen wir rein. Eine Idee hätte ich noch. Jetzt! Jetzt! Es geht! Es geht! 1-0. 1-0 für mich gegen PC. So einer wird das. Okay. Ich habe immer auf meinem früheren Kanal, das ist ja nun ein offenes Geheimnis, dass ich mal einen Kanal hatte früher, habe ich immer zum Halloween bei Planet Coaster einen Halloween-Park gebaut und wir stehen kurz vor Halloween, deswegen auch bald der Horror-Stream, natürlich auch, weil wir 400 Abonnenten geschafft haben, was mich mega freut und herzlich willkommen an jeden Einzelnen, der neu dazugekommen ist. Wir laufen auf die 500 zu, das freut mich mega, weil das würde mir helfen, als Kanal Community Feedback oder Feed zu bekommen auf dem Kanal, wo ich Umfragen machen könnte mit euch, wo ihr viel mehr mitentscheiden könntet, was wir für Content oder für Streams machen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber ich habe die Angewohnheit, immer zu Halloween eben irgendeinen Park zu bauen. Heute ist auch noch das Twilight Pack rausgekommen für Planet Zoo. Deswegen wird es das erste Mal sein, dass ich mit euch einen Zoo baue, in Halloween-Art. Heißt schön gruselig. Und zu Weihnachten gibt es dann immer zum Wochenende einen Weihnachtsmarkt-Stream in Planet Coaster. Das werde ich dann auf der PS5 spielen. Da werden wir dann einen schönen Weihnachtsmarkt bauen. So. Und... Ach, ich bin wieder super vorbereitet. Wieder super vorbereitet. Da ist es. Ich muss mal gucken mit dem... Wie ich und so. Jetzt ist der Chat schon wieder so blöd. Wieso? Hey Spooky. Ich bin heute Dr. Doodle. Genau. Also seht es mir vielleicht nach, falls ich nicht sofort reagiere. Ich habe hier... Es wird einfach mein Chat nicht schön angezeigt. Es wird so groß angezeigt und es verzieht es so und... der Chat schiebt sich von unten nach oben, heißt, die letzte Nachricht steht ganz unten. Oder ich schieb jetzt mir... Wartet, ich mache das jetzt einfach anders. So. So, jetzt habe ich es direkt in der Mitte, jetzt sehe ich mich selber nicht mal mehr, was ich streame. Egal. Wie soll ich das jetzt als... Also heute läuft's. Kennt ihr das, wenn es läuft? Ja, jetzt ist weg. Gut, danke. Danke. Wir gehen heute auch, ich mache das auch über Sandbox, das heißt, ich werde nicht ein Franchise machen, sondern wirklich Sandbox, da brauchen wir nicht aufs Geld achten, wir müssen nicht auf irgendwelche Bedürfnisse achten, sondern können einfach frei bauen. Und das, glaube ich, wird richtig, richtig cool. Ich liebe diese Musik. Kennt ihr noch Zoo Tycoon?
Und ich habe das als Kind geliebt. Ich habe Zoo Tycoon gesuchtet ohne Ende. Ich habe das einfach nur geliebt. Und Spooky. Spooky. So, wir machen, den nennen wir jetzt Spooky Spooky Zoo. Ne, Spooky? Ist ja jetzt deine Jahreszeit. Bin auch ein bisschen eingerostet, was die ganze Menüsteuerung und so weiter anbelangt. Jetzt verzieht das da auch. Das gibt's doch nicht. Mann, ey. Ich muss wahrscheinlich den Chat übers Handy lesen. So, jetzt probieren wir das mal. Spooky, kannst du mir mal einen Spaß machen und irgendwas reinschreiben in den Chat, damit ich das sehe? Bitte. Oder ich schreibe mal rein. Test. Ah ja, jetzt sehe ich's. Jetzt sehe ich's gut. Ich sag euch, das ist so ein bisschen tricky. Aber okay, wir kriegen das schon, wir kriegen das hin. Weitere Einstellungen wurden dem Einstellungsmenü und damit du dein Spiel noch weiter anpassen kannst. Einstellung Anruf. Tiereinstellung. Lebenserwartung. Tierwohlbefinden. Tiertode. Nee, Tiertode lassen wir mal. Tierkrankheiten lassen wir auch mal. Altern und Geburt von Tieren aktivieren. Nein, das lassen wir auch erstmal. Tod durch Altern einschalten. Nee, das lassen wir auch mal. Tierwohlbefinden können wir soziale Gruppen. Tierstress machen wir nicht. Tierverletzung machen wir auch nicht. Kämpfe zwischen Tieren machen wir auch nicht. Fressfeinde und Angst einschalten? Nö. Überbelegung aktivieren? Nö. Soziale Gruppen aktivieren? Danke, Spooky. Perfekt. Jetzt sehe ich es. Ich hab den Chat jetzt einfach übers fast halbe OBS. Ich sehe ein bisschen die Ausschläge von der Musik. Ich sehe ein bisschen ein Viertel von meinem Stream, was ich euch zeige. Den Rest sehe ich einfach nicht mehr. Braucht man auch nicht. Ja, das, wie gesagt, ich möchte mit euch hier tatsächlich nur Stuhlentleerung der Tiere aktivieren, nö. Wassersauberkeit aktivieren, nö. Geländebedürfnisse, nö. Temperatur, nö. Pflanzenbedürfnisse, nö. Stabile Rückzugs, nö. Verderbende, nö. Tieraktivisten aktivieren, nö. Tierflucht? Nö. Gästezufriedenheit aktivieren? Nö. Energie? Nö. Hunger? Nö. Obwohl Hunger und Durst. Na gut, ein bisschen können wir schon. Toilettenbedürfnis? Ja, das kriegen wir schon hin. Wirtschaftseinstellung. Bargeld aktivieren? Nee, nee, nee. Einrichtungswartung aktivieren? Nö. Mitarbeitereinstellungen? Der Mitarbeiter? Nein. Die werden immer. Die kündigen dürfen sie auch nicht. Flucht von Mitarbeitern? Nö. Die bleiben bis zum Ende. So, anwenden. Hi, Cringe. Ich will ja mit euch auch erstmal nur. Ich will nur bauen. Ich will nur bauen. Wir werden ja den Planet Coaster Weihnachtsmarkt, da werden wir wieder ein Franchise machen. Ich möchte jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen in Planet Zoo und einfach nur mit euch bauen. Wir haben ja mal angefangen bei Planet Zoo, das Ganze zu machen. Ich bin jetzt mal auch gespannt, was wir so Neues im Twilight Pack haben. Und wir machen natürlich ein Spooky. Also wir machen, der heißt ja hier Spooky Spooky Zoo. Hi, Luca. Spiegelei mit Bacon und Toast. Und Käsescheibe drauf. Oder drunter. Wenn du Bacon da hast. Aber jeder gute Mann hat Bacon immer zu Hause.
Bacon ist Grundnahrungsmittel. So. Klöße. Kochsim werden wir nach dem Horrorstream machen am Samstag, ne? So, denkt dran. 20 Uhr Horrorstream. The Quarry spielen wir. Und danach wird es natürlich ein Horrorstream geben. Cooking Simulator. Toast Hawaii. Das, Das ist der Hawaii-Toast. Toast Hawaii schmeckt allen gut. Was ist mit dir? Spendet in der Not. Toast. Das ist der Hawaii-Toast. So. Klassisch erstmal gerader Weg. Hi Nico. Ach, guck an. Mhm. Das ist ein Weg, das ist ein Weg. Das ist schon uneben. Ich würde jetzt hier gerne... Platz herstellen. Nico, wie geht's dir? Luca, wie geht's dir? Erzählt mal, wie war euer Tag? Wir haben jetzt Dienstag geschafft, alle Mann. Ich liebe es. Na? Hab mir kaputt gemacht. Dieses Wegtool ist ab und zu ein bisschen tricky. Ja, mein Tag war ganz gut. Das wäre noch besser, wenn das Wegtool jetzt mal hier mitmachen würde. Der Nico, der muss jetzt hier gerade Schrauben machen für seinen Controller. Ah, hier, warte. Komm. Ja, nicht schön, aber selten. Ganz gut, selber, ja. Hatte ich ja schon. Es ist ein bisschen ungewohnt jetzt. Normalerweise schaue ich hier immer auf den Chat und muss jetzt immer hochgucken zum Chat, zu euch. Das ist jetzt ein bisschen gerade ungewohnt. Ja, schönes Wetter, ja. Das Wetter ist momentan wieder echt sehr gut und sehr schön. Genießen wir es noch, solange es so ist. So, schwupps. Ich möchte mal gucken. Einrichtungen. Wir haben jetzt ein Twilight-Pack. Ich will mal gucken, was da so alles drin ist. Ja, Nico, da musst du bei dir aber wahrscheinlich Stahl nehmen und nicht 3D-Drucker-Plastikzeug. Design, Inhaltspaket, hier. Hauptspiel, Dämmerung. Oh! Bleib ruhig, Junge, ganz ruhig. Guckt euch das mal an, wir haben hier eine Burg. Boah, wie cool. Das ist der Eingang. Boah. Guckt euch das mal an.
13 Grad Regen und Gewitter. Wir hatten heute 20 Grad Sonnenschein. Oh ja, oh ja, oh ja. Wir spielen Medieval Dynasty. Wisst ihr eh? Wir werden so das Ganze ein bisschen mittelalterlich anhauchen. Guckt mal, wir haben hier sogar einen Mülleimer, der aussieht wie so ein Hexenkessel. Wie cool ist das denn? Picknick? Oh. Dann machen wir so einen richtig verwunschenen Wald. Komm, wir machen hier so einen verwunschenen Wald, bauen wir hin. Und dann machen wir hier so ein schönes Tiergehege dann. Oh, schaut mal. Toiletten sind das. Dermon, Toilette groß. Laden, Kleinfassade, Mitarbeiter, Quarantäne. Das ist jetzt mal die Einrichtung. Was haben wir hier denn bei Bau? Na, da können wir wieder echt. Oh, guckt mal! Ich weiß, wer den gemacht hat. Der sieht mir nach dem Jan aus. Genau so. So stelle ich mir Jan vor. Abends, wenn Vollmond ist. Ja, cool. Richtig cool. Das ist. Ah, okay. Das ist so ein Fuchs. Oh. Lässig. Dann haben wir hier so Riesenpilze. Dämmerung Belfried. Oh. Kein Plastikzeug, Vollcarbon, eine Rolle 70 Euro das Kilo. Ah, wie cool ist das denn bitte? Mega cool. Was haben wir hier für Baupläne? Nachtgarten. Genial. Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das hält. Das passt hier einfach perfekt hin, ja. Fangen wir mal einfach an. Ich fange einfach mal an jetzt mit euch, die Sachen zu setzen. Beziehungsweise schon so ein bisschen zu. Ich hätte so zum Vorstellung. Müssen wir mal gucken. Ich muss mal in den Steam Workshop schauen. Da wird es bestimmt einige Cracks geben, die die übelsten Halloween-Burgen hier so bauen. Das ist so der Klassiker für mich. So in der Mitte so eine schöne Burg. Hey Crow, Servus. Und da so ein schönes Horror-Burg- oder Schloss-Ding hinzustellen, wo wir da so ein bisschen Nebel und dann so die Tiergehege damit integrieren, könnte ich mir gerade richtig gut vorstellen. Hier machen wir nur erstmal so Naturzeug. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier haben. So, Inhaltspaket. Dämmerung. Was haben wir hier so Schönes? Nachtgarten. Ja, den setzen wir auf jeden Fall. Was haben wir noch so? Dämmerung. Ah, das ist dann für Stalagniten. So, schöner. Oh ja. Sehr gut. Was haben wir noch so? Große Pilze. Ja gut. Ich hätte gesagt, hier machen wir ein schönes, finsteres Blumenbeet hin oder sowas. Hier ein paar Bäumchen und so weiter. Crow, wie geht's dir? Crow, oder? Crow? Crow, Crow, Crow. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Tut mir leid, wenn ich. Ich bin da so ein Brain, was so Aussprachen anbelangt. Gut. Breite lassen wir mal.
Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, haut das bitte raus, ja? Nico, ich muss gleich vorweg sagen, ich habe mir die Highlights der DTM immer noch nicht angeschaut. Es tut mir voll leid, aber ich denke dran, ne? Okay. Ja, schwupsi. Corby. Ich nenne. Passt. Corby ist gebongt. Ich glaube, das kriege ich hin. So. Dämmerung Forschungszentrum. Das müssen wir natürlich alles bauen, dass wir Tiere holen können. Quarantänebereich. Was haben wir denn hier so für Läden? Gästeeinrichtung. Ich glaube, die Toiletten kleinen würden hier ganz gut. Erstmal so hingestellt. Das sieht dann noch besser aus, wenn wir dann so Büsche und so weiter bauen. Dämmerung, Laden, klein. Okay, dann brauchen wir... Baupläne. Ah ja, da... Okay, ich muss erstmal... Ja, der Nico, der produziert ja alles selber. Der baut ja... Der kreiert seine eigenen Rennautos. Das könnte man ja hier mal so... Und das Schöne ist halt, wir können einfach bauen. Wir müssen jetzt nicht gucken, das kostet so und so viel. Wir müssen jetzt nicht an irgendwelche Cashflows halten. Das machen wir sonst immer. Aber jetzt habe ich einfach Lust... drauf loszubauen. Mitarbeitereinrichtung. Mitarbeiterweg. Es geht jetzt einfach auch nur darum, es halbwegs irgendwie schön zu bauen. So. Aber das ist ja schon richtig krass, Nico, ne? So, wenn du da so eine Sachen... Also ich kann das nicht, ich könnte das nicht. Könnt ihr sowas? So 3D-Dingens? So. Da machen wir jetzt die Mitarbeitergebäude hin. Und zwar brauchen wir Tierpflegerhütte. Welche sieht denn da schöner aus? Tierarztpraxis. Okay. Sagt sich immer so leicht. Ich würde da wahrscheinlich vor dem Programm sitzen und mir denken, was? Was soll ich da machen? Einrichtung hat keinen Strom. Passt schon. Machen wir schon. So, Mitarbeiterraum. Oh, das sieht aber schön aus. Guckt mal, ey. Wir bauen, also...
Das schreit schon. Ich versuche bei immer wieder, wenn ich Planet Coaster oder Planet Zoo spiele, egal welches, versuche ich meine Bauskills zu verbessern. Bin noch lange nicht auf dem Level, was ich sein will. Und wenn ich mir dann immer das angucke, was ich so baue, wo ich dann total stolz bin, und dann das so im Workshop angucke, denke ich mir mal, okay, meins ist Strichmännchen, das andere sind Gemälde. Ah, ich sag's euch. Oh, warte mal, das kann man ja vielleicht. Okay, ist wie Mods. Ja, ist echt krass, ja. So 3D-Drucker. Das ist noch bei mir auch noch null auf dem Schirm, obwohl ich glaube, dass man da echt viel, viel machen kann. So, Forschungszentrum. Werkstatt. Und Handelszentrum. Und da drüben machen wir auch so eine Art mit. So. Es hat natürlich alles keinen Strom. Wassertemperaturregler, ich gehe kaputt. Das verkleinern wir dann noch ein bisschen spooky-mäßig. So, das haben wir. Dann gucken wir mal jetzt hier in den Tierhandel, weil das ist jetzt wichtig. Ich hoffe nicht, dass das jetzt meine Tieraufbewahrung ist. Perfekt. Weil im Franchise-Modus kann man richtig mit Spielern oder anderen Spielern handeln. So, was holen wir denn? Dingo, Eisbär, Elch, Flusspferd. Das Kleine ist erstmal so ein Koala. Eine Kegelrobbe. Habt ihr ein Wunschtier? Habt ihr ein Lieblingstier? Schießt mal raus. Ein Hund. Da könnte ich mit Wildhunden dienen. Wartet mal. Zwergotter. Wo waren die jetzt? Schwarzschwanz-Prärie-Hund. Rothund, Rotfuchs. Riesenatterrappen. Panzernashorn. Nein, 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 nein. Sag mal, bin ich gerade blöd? Wie hießen die nochmal? Amerikanischer Alpensteinbock. Afrikanischer Wildhund. Nico, ich kann mit einem Wildhund dienen, wenn du möchtest. Mit einem afrikanischen Wildhund. Die haben ein bisschen größere Ohren, sind ein bisschen wilder. Oder auch nicht. Alterung haben wir rausgestellt und so weiter, ne? So, das ist jetzt wirklich. Nur erstmal so zum Bauen. Vielleicht stelle ich das auch um. Also, man kann ja aus dem Sandbox-Spiel dann auch ein richtiges machen. Wildhunde, okay. Gib mal Feedback, Nico. Dann brauche ich nämlich das Gehege hier irgendwo so rein. Ah. Am 20. Early Access für COD Story, wenn man das digital vorbestellt hat. Ich habe es nicht digital vorbestellt.
Ich hab's Retail vorbestellt. Bin oldschool. Windhund ist okay. Passt. Wir machen hier mal ein bisschen. So. Wo war das? Ich liebe Berge. Vor allem dieses Berge bauen. Und dann farblich und so weiter. Vor allem werden wir dann, wenn wir so ein bisschen schon Dingsbums gemacht haben. So. Ist natürlich jetzt noch nicht fertig, noch lange nicht. Machen wir mal. So, ich stelle mir das jetzt so ein bisschen vor, dass so das Gebirge, dass das Ganze sozusagen begrenzt und guck an, die 8-Ball ist sogar heute am Start. Hätte ich geschrieben, Nico, hätte sie bestimmt nicht geantwortet. Hätte ich mit dir. Die 8-Ball lebt. Nein, sie lebt nicht. So, Eingangstür müssen wir natürlich setzen. Kommt hier hin. So, jetzt haben wir mal erstmal dieses Gehege gesetzt.
beziehungsweise die Barrieren so vorgezeichnet, um zu schauen, wie wir das jetzt machen können. Was hat das hier für eine Größe? Ich meine, ich habe das Tierbedürfnis, aber ich habe, so ist 1700 Quadratmeter. Das passt schon. Die 8-Ball, ey, das passt jetzt aber auch gerade. Dankeschön, 8-Ball. Und danke, danke. Das ist jetzt... Ja, heute ist sie nett. Weil sie mir nie antwortet, wenn ich das reinschreiben würde. So, denk. Wildhunde. Wir brauchen hier natürlich, sag ich mal... Höhenmarkierung, relativ, blablub, oben flach, Wellenform. Warte mal, wo konnte ich das jetzt einstellen, dass das mit Sichtdings ist? Dann hätte ich hier nämlich gerne hölzerne Gehegeeingang, ist Glas. Das wollte ich da gar nicht. Aha, ich verstehe schon. Ich weiß es auch nicht. Das wäre jetzt schon ziemlich creepy. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Mit dem Google-Mitarbeiter, ich weiß ja nicht, na, so, der mit der künstlichen KI gesprochen hat. So. Ja, tschüssi, 8-Ball. Also hier kommen die Wildhunde rein. Das werden wir dazu, ich werde das noch versuchen, natürlich dementsprechend wie Halloween dann auch zu dekorieren.
Wann kommt wieder Dakar? Das ist eine gute Frage. Kann ich dir jetzt gerade gar nicht so beantworten. Aber könnt ihr mal reinschreiben. Habt ihr Bock auf Dakar? Dann spielen wir Dakar mal wieder. Weg ist es natürlich, also von meiner Seite her nicht. Aber es ist momentan halt ziemlich schwierig. Zeitlich bedingt. Ja. Aber klar, wir spielen das auf jeden Fall. Schon wieder. Cool wäre es ja, wenn hier irgendwie so ein kleiner Wasserfall so reingehen würde. Naja, schauen wir mal. So. Was haben wir hier alles? Felsen. Erstmal die. Stopp, warte mal. Ja, das wäre eine gute Idee. So, jetzt haben wir überall Felsen. Felsen glatt. Hey Tobi! Tobi hat heute Fallout gestreamt, habe ich gesehen. Nur habe ich es zu spät mitgekriegt, Tobi. Sonst hätte ich natürlich mal vorbeigeschaut. Und zwar auf Twitch war er unterwegs. TT zockt, musst du mal unbedingt vorbeischauen. Es geht, Tobi. So, hier. Ich liebe dieses Kolorieren irgendwie. Es macht so einen Spaß. Level 500, der leckt die Kuh am Arsch. Level 500, das ist nicht schlecht. Mit Blut befleckt ist er unterwegs, oder? Bist du noch unterwegs damit?
So. Kennt ihr Bob Ross? Genauso fühle ich mich gerade. And a little bit of blue here and a little bit brown here. Ich nicht gewiss, ja. Waren noch viele Spiele auf der Map? Ich glaube bestimmt nicht, oder? Krass kurz. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt können wir nämlich sonst alles ein bisschen auch verdudeln. Na, cool. Ja, ich glaube, das spielt jetzt, wenn dann auch nur noch wirklich der harte Kern. Die ein bisschen entspannen wollen am Abend. So. Ich würde sagen, von der Kolorierung her bin ich schon ganz zufrieden. Da gehören natürlich jetzt noch Felsen und Bäume drauf und so weiter. Wir müssen dann erstmal die Wildhunde reinholen. Die Wildhunde, ob sie auch hier Spaß drin haben. Das machen wir jetzt mal. Ach, die kosten jetzt auch. Ach, unbegrenzt. So, erste Wildhund. Kriegt natürlich auch ein Weibchen. Sonst wird es langweilig. Da, ba, 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 ba. Mitarbeiter, wir brauchen einen Zoopfleger. Einen Tierpfleger. Einen Techniker. Tierarzt. So. Der flitzt jetzt schon. Hast gestern Battlefield 2 gespielt? Habt ihr eine Idee? Wir brauchen zwei Tiernamen für die Wildhunde. Einmal einen männlichen und einmal einen weiblichen Tiernamen, bitte. Oh, jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Ist aber ruckzuck. Guck mal, die hat einfach Spaß. Die hat Spaß. Ne? Nee. Nee, Nico. Ich kann auch Nico und Nicole hinschreiben. Ich hoffe, die büchsen ja nicht aus oder so. Schau mal, der hat so ein bisschen weißlicheres Fell. Das ist ja cool. Guck mal, die großen Ohren. Also. Jetzt muss ich mal gucken. Gehege. Ja, ist alles safe. Und dadurch, dass ich ja eh alles ausgeschalten habe, mögen die eh alles.
Ja, das passt schon. So, es ist natürlich überhaupt nicht dekoriert hier, das Gehege. Oder gucke mal. Jetzt kommen hier schon welche. Guck mal. Wir sind noch gar nicht fertig. Hund und Hundi? Nee. Irgendwas Cooles. Was Hunde-like-mäßig. Habt ihr. Wir müssen das ja nicht überstürzen. Wir haben ja Zeit. Okay, die haben viele Sachen gefixt. Mehrere Cams. Ich hätte halt gerne ein großes Cam und nicht mehrere. Tierbau. Dachs, Erdferkel. Da. Oh ja, Dogmeat. Na, Tobi. Wer kennt Dogmeat? Susi und Strolch. Oh, das ist aber auch gut. Oh, so. Schreib rein für Dogmeat und Dogsweet 1 und für Susi und Strolch 2. Bitte, lasst uns das abstimmen. Ich kann mich nicht entscheiden, gerade sind beide cool. Jetzt bin ich mal gespannt. Nicht alle auf einmal. Noch irgendeine Abstimmung, noch irgendeine Meldung. Also steht Dogmeat und Dogsweet und Susi und Strolch zur Auswahl. Eins Dogmeat und Dogsweet und zwei Susi und Strolch. Oder Kira und Rocky. Oh, der ist auch gut. Ihr macht mich fertig. So, passt auf, wir machen das jetzt so. Ich würde die jetzt Susi und Strolch nennen. Dogmeat und Dogsweet. Wir holen ja noch andere Tiere. Und Kira und Rocky müssen wir auch noch vergeben. Ich mache jetzt Strolch. Muss auch. Und. So. Da haben wir Susi und Strolch. Ja, wisst ihr was? Die leben in größeren Herden. Gruppen. Ich habe eh, also das ist hier der Sandbox-Modus, nicht, dass ihr euch wundert. Haben wir jetzt ein Männchen geholt oder ein Weibchen? Jetzt muss ich mal kurz warten. Hol mal schnell, Junge. Hol mal schnell. Müssen wir mal kurz gucken, ob das jetzt Männchen oder Weibchen ist. Wie die einfach flitzt, ja. Mann, das ist einfach. Wir holen jetzt noch. 400 und dann geht das hier rund. Richtige Rasselbande. Das ist ein Weibchen. Dog Sweet. Dann müssen wir jetzt noch zwei Weibchen und ein Männchen holen. So. Ah, es wäre mal gut, wenn man wüsste. Ja. Männchen. Schwupps. So lustige Geräusche, oder?
voll die, das Rudel schon. Das ist jetzt Dogmeat. Duck and Cat. Kennt ihr noch die Cat and Dog Trickfilme? wo die Katze und der Hund eins fahren? Und vor allem die Geräusche, die die machen. Hört mal zu. Ich bin mal leise jetzt. So cool. So. Und jetzt noch Kira und Rocky. Oh, jetzt hier. Guck mal. Weil ich nur in Full HD streame. Deswegen ist es nicht 4K. Was? Ernsthafte Verletzung? Die haben übelst große Löffel. So, Rocky. Das verstehe ich nicht. Das habe ich doch ausgemacht. Susi. Ja. Warte mal. Dogmeat? Dogsweet. Hier ist auseinanderzuhalten hier. Strolch? Susi? Und hier. Das ist jetzt Rocky. Hat man nicht Rocky gerade schon? Habe ich mich vertippt? Und das ist jetzt... Naja, müssen wir mal gucken. Und ich muss jetzt mal ganz kurz hier in den Einstellungen gucken. Tiereinstellungen. Tierwohlbefinden aktivieren aus. Barriere in. Was? Ich habe eigentlich Tierverletzungen aktivieren, habe ich ausgemacht. Wieso hat sich es dann trotzdem verletzt? Juckt das Fell, hä? Wir müssen noch irgendwie so einen kleinen See für sie machen, dass sie da auch noch suppeln können. Wartet mal ab, ihr kennt doch... Pass mal auf. Wartet mal. Wo ist hier der Zoo-Dingsbums? Wo war... Hier. Zoopedia, passt auf. Kennt ihr noch? Erstmal Pinguine. Wir brauchen Pinguine. Kowalski! Einfach süß aussehen und lächeln. Und winken. Dann hier so Wasserschweinchen. Dammhirsche kennen wir. Er zuckt da Huntingfinger. Ein Dingo. Aber worauf ich eigentlich aus will, Erdmännchen, der Kracher, die Racker, der hat noch größere Löffel. Übelst süß, schaut euch das mal an. Hier, Flusspferde. Aber das ist noch nicht das, worauf ich hinaus will. Hier haben wir auch Pandas. Wo sind sie? Die Katas. Die sind so cool. Da müssen wir unbedingt ein Gehege bauen für Katas. Gibt auch Lama. Ein Tapir. Was? Ein Nacktnasenwombat. Der Nasenaffe. Hier.
Nilflughund müssen wir machen. Wir sind ein Halloween-Park. Zoo. Auch übelst krass. Polarfuchs. Rentiere haben wir. Riesenotter. Schnabeltier. Sibirischer Tiger. Also ihr seht schon, wir haben... Und Stinktier. Mephidis, Mephidis. Hm. So, ich mach mal eine ganz, ganz kurze kleine Pause. Ich lasse euch mal kurz mit denen hier rumrennen. Es sind alle Bedürfnisse ausgestellt. Wir machen im Sandbox-Modus. Also da braucht ihr jetzt euch keine Sorgen machen. Aber... ich mach mal ein kleines Augenblickchen, kurze Pause. Ich lasse euch, wie gesagt, hier weiter drin mit denen rumlaufen. Und gehe kurz an die frische Luft. Dann bin ich gleich wieder da. 5-6 Minuten. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann noch am Start seid. Und dann bauen wir weiter das Gehege aus und dekorieren das Ganze. Die Highlights ansehen, mache ich beim Rauchen. Ich habe meine Schnabelbecher. So, ich bin gleich wieder da, okay? Thank you.
unter da tun wir das. Ich habe eine Mama. Ich will auch helfen. Dann habe ich sie. Never have. Papa, haben wir noch mal für uns. Mom! So. Da bin ich wieder. Da wird erstmal gefuttert. Tasmanischer Teufel müssen wir mal tatsächlich gucken, Kobi. Ob ich den drin habe. Und was für ein Horrorcrash, Nico. Hey, Oldtimer. Einen wunderschönen. Also, ich muss jetzt mal hier, glaube ich, was raushauen. Ihr müsst unbedingt beim Oldtimer vorbeischauen. Super entspannter Content mit Evil Dynasty, Way of Hunter, dieses Wash-Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Also müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen. Da freut er sich. Landwirtschaftssimulator haben sie letztens gestreamt. Zu zweit super entspannter Livestream. Kann ich nur empfehlen. Aber schön, Oldtimer, dass du trotzdem schnell vorbeischaust. Das freut mich. Ihr wisst ja, ich freue mich für über jede Sekunde, die ihr mal Hallo sagt und vorbeischaut. Highlight, ja, ich habe mir jetzt Hockenheim und Nürburgring angeschaut, Rennen 2 von, aber der Hockenheim-Crash war krass, wo es den Porsche-Motor rausgerissen hat. Alle Wetter. So. Gucken wir mal. Gerne. So, gerne, gerne. Wir machen das jetzt natürlich spooky-mäßig, ne? Ist ja ein Halloween-Zoo. Deswegen müssen wir das jetzt hier auch ein bisschen
horrormäßig machen. Deswegen habe ich das auch alles ausgestellt, damit wir das eben so handhaben können, wie wir das brauchen und wollen. Das manische Teufel gucke ich jetzt dann gleich. Ja, genau. In den Highlights haben sie noch gesagt, dass er unverletzt ist. So, so. Zootopia. Tasmanischer Teufel. Was für ein Name? Ich finde die so cool, wie die so ihr Zeug waschen. Zwergflusspferd. Ich glaube nicht, dass wir einen tasmanischen Teufel haben. Nee, nee, leider nicht. Leider nicht dabei. Ja, bitte. Da hat es einfach mal den Motor rausgerissen. Das war... So, warte mal. So, hopp, hopp, Filter zurücksetzen. Wir müssen natürlich auch ein bisschen was, was auch zu dem passt. Die kommen ja aus Afrika. Da muss das auch ein bisschen mit reinpassen. Extremst, also bei Planet Zoo, erstens ist es total süß, schon allein die Tiere zu beobachten. Ich mache das jetzt hier im Sandbox-Modus. Du hast auch einen Franchise-Modus, wo du mit anderen sozusagen Tiere auch handeln kannst, mit diesen Arterhaltungspunkten. Und die haben hier zum Beispiel auch gewisse, warte mal, jetzt muss ich schauen, wo ist das hier? Nee, hier, Genetik. Größen, Lebenserwartung, Fruchtbarkeit, Immunität. Das heißt, du kannst hier richtige Zuchten betreiben. Du kannst mit anderen Spielern sozusagen die handeln mit den Arterhaltungspunkten. Im Franchise-Modus musst dich natürlich um die Besucher kümmern mit Essen, Trinken und so weiter. Und du kannst komplett frei bauen. Du siehst ja, ich habe jetzt hier angefangen, so ein kleines Gebirge schon mal zu hochzuziehen. Du hast hier eine leere Fläche und kannst deiner Kreativität komplett freien Lauf lassen. Ich hänge es gerade fest. Und Oldtimer, du kennst doch bestimmt noch Zoo Tycoon und Rollercoaster Tycoon. Und Zoo Tycoon war schon cool. Und das ist eigentlich genauso, nur in 3D und viel mehr Möglichkeiten zu bauen. Was du hier schon allein an Gegenständen hast. Das reicht hier von unterschiedlichen Wänden. Jetzt habe ich hier einen Filter drin.
Den nehme ich mal raus. Guck dir das mal bitte an. Wie cool das ist, ne? Mir fehlt immer so ein bisschen der Skill, das selber zu bauen. Ich versuche mich jedes Mal immer daran. Und immer habe ich so das Gefühl, dass es immer ein bisschen besser wird. Das habe ich hier zum Beispiel selber gebaut. So, dass man das anpassen könnte. Die Idee habe ich aber auch von einer YouTuberin, ja, wie man sowas baut. Das habe ich dann aber selber gemacht, ein bisschen selber designt. Kenne ich leider keine Streaming-Plattform. Hier haben wir zum Beispiel Weihnachten. Schaut euch das mal an. Da kommt doch schon wieder Weihnachtsfeeling auf. Vor allem, ihr müsst mal mit mir, pass mal auf, ich nehme euch mal mit, in so einen Mitarbeiterschuppen, ne? Normalerweise reicht das ja, wenn da Mitarbeitergebäude dran steht. Aber guckt mal rein, was da hier für eine Detailliebe dabei ist. Hier liegt eine Melone, hier hast du die Messer, hier hast du sogar richtig dran stehen. Hier wird das Futter sozusagen gemacht, ne? Hier hast du die Fleischstückchen, hier hast du eine Waage, Banane, da hast du einen Kühlschrank. Das finde ich total krass, dass in den Gebäuden selber das so designt ist. Hier. Na? Bakterien und so weiter, dass man, wenn man sich geschnitten hat, dann können wir mal hier in die Werkstatt gucken. Ah nee, das ist Forschung. Ja, die Zeit, genau. Das ist der Punkt. Ihr müsst mal sehen, wir haben jetzt gestreamt. Killerwahl. Nee, leider, die Aquatiere sind alle nicht. Es gibt kein Aqua-DLC, glaube ich. Also, so, was Aqua sind, sind so Flusspferde, Krokodile. Aber Delfine und Killerwale und so weiter gibt es in dem Game nicht. Ich gucke mal gerade. Wir haben hier das Tapir, das Mississippi-Alligator, Leistenkrokodile, Pinguine, Krokodil, Kaiman haben wir. Eine Seelöwen und Kegelrobben haben wir. Aber so Aquatik, das könnte ich mir sogar vorstellen, Riesenotter. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das bestimmt mal als DLC kommen könnte. Weiß ich natürlich nicht. Und wir müssen für die jetzt hier noch ein bisschen Sand machen. Und das Süße ist ja, wenn du im French... Ich habe das jetzt alles ausgestellt, einfach damit ich mit euch im Stream bauen kann, ohne dass ich jetzt auf irgendwas achten muss. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Alterung mit einstelle, dann sterben die Tiere natürlich irgendwann, aber sie kriegen auch Nachwuchs. Und die kleinen Welpen und die kleinen Tiere, die sind einfach mal so niedlich. Das ist einfach, ja. Es macht einfach... Es ist so ein richtiges Spiel, was du am Abend anmachst, wo du nicht... die Bock hast auf irgendwelche schnellen Shooter oder hier irgendwas anderes, sondern wo du einfach gechillt vor dich hinbauen möchtest und ein bisschen entspannen möchtest. Weil wir haben jetzt 1,5 Stunden Streaming-Zeit auf der Uhr, aber ich habe noch nicht viel geschafft. Das ist es. Und da sind wir noch weit weg von, das ist dekoriert. Oder das entspricht gerade meinem Vorstellung, wie ich mir das vorstelle und sowas. Aber das macht ja nichts. Das ist genau die Art Spiele, wo man dann sagt, ja, Biberbecken. Das ist einfach so cool. Moderne Modular-Set. Das habe ich mal aus dem Steam-Workshop. Also was da so einige so zaubern, ja. Ist schon echt krass. Naturschelter. Guckt euch das mal an. Mit Wasserfall. Und da drin ist dann... Alles klar, Oldtimer. Mach dir keinen Stress. Ich wünsche dir einen schönen Mittwoch haben wir morgen. Schönen Mittwoch. Entspannten schönen Mittwoch. Und vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Schlaf gut und schönen Abend. So, was stellen wir den Hundis mal rein?
zum Spielen. Ein Fußball? Hier können sie an so ein bisschen schnuppern. Das verstecken wir dann auch noch. Bis jetzt ist noch gar nichts spooky, ich weiß. Spooky kommt hoffentlich bald noch. Hier, kleiner. Na bitte. Ja, mal ein Kürbis. Hi Melli. Die Steuerung. Ist so schwer, ja. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Das ist am Anfang sehr, sehr überfordernd. Und ich erwische mich auch immer oft, dass ich erstmal überlegen muss, was muss ich jetzt machen. Es gibt eigentlich, ich habe mir auf die Maus, warte mal, hier auf die, ich habe so Seitentasten. Auf den zwei Seitentasten habe ich mir zum Beispiel draufgelegt, dass ich hier, wenn ich da draufklicke, einmal das, drehen kann und auf der anderen Taste, dass ich es hoch und runter machen kann. Damit habe ich schon mal schnell, dass ich selber das anpassen kann. Und ansonsten ist eigentlich die X-Taste so für die Anfänger der absolute Freund, weil da kannst du dir sozusagen die Achsen einblenden lassen. Wo ich richtig selber dran scheitere, ist dann immer regelmäßig, wenn ich versuche, eigene Gebäude zu bauen. Also sowas hier. Das ist dann nochmal was anderes. So die ganzen Einstellungen, was man da machen kann, ja, hier rechts daneben. Das ist schon echt. Aber ja. Nicht verzagen, einfach weitermachen. Ich spiele jetzt, seitdem das Game rausgekommen ist, ich habe mir extra diesen Gaming-Laptop geholt für dieses Spiel. Und seitdem versuche ich mich auch immer ein bisschen am Bauen und so weiter. Und es dauert. Aber es macht auch irgendwie richtig viel Spaß. Ich hatte mal irgendein Shelter gehabt. Komm, wir bauen mal selber eins. Oh, jetzt selber eins. Haben wir hier irgendwelche Steine, Natur, Fels? Erstmal, ihr kennt doch bestimmt Beam, oder? Der hat doch hier seinen Beamstein irgendwo. Den er immer verwendet. Wo war der denn gleich? War das hier? War das der? Ich glaube. Ich würde den jetzt gerne so eine kleine Höhle hier bauen. Spooky, schlaf gut, hab eine schöne gute Nacht. Morgen schönen Mittwoch. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und wir sehen uns. Ist der drüber gesprungen? Sag mal.
man hier noch sowas? So, und dann muss ich auch mal erstmal gucken. An Oberfläche ausrichten. Nee, das ausrichten eigentlich nicht, sondern... Schlafplatz. Da können wir ja mal schauen. Hier, Spezialeffekte, Ambiente, Spezialrauch, klein. Wir wollen ja einen Halloween-Park bauen. Das heißt, wir brauchen auch so ein bisschen Rauch und so weiter. Und wenn wir das dann sozusagen die Zeit dann dunkel haben, soll das ja schön beleuchtet sein und vielleicht so ein bisschen überall ein bisschen rauchig oder irgend sowas sein. Weiß noch nicht so richtig. Vielleicht beleuchten wir das auch hier so schön, dann irgendwie diese, da gibt es ja Lampenbeleuchtung, hier Bodenbeleuchtung und dann könnte man jetzt sagen, wir machen das Ganze so in Rot. Ja, dass man das dann so beleuchtet, weiß ich noch nicht. So in der Art, jedenfalls. Dann so ein bisschen Rauch drüber lässt. So wie das hier ist. Genau so. Oh cool, die leuchten sogar. Naja, wir müssen jetzt hier erstmal das Gehege und dann machen wir eins nach dem anderen. Bis Halloween haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Garten. Haben wir hier irgendwelche Büsche? Zeug oder sowas.
Und da schreibt, kommt da Kobi rein, schreibt, endlich mal 5 Grauwölfe geschossen. Ja, Glückwunsch dazu. Hast du schon die neuen Waffen ausgetestet, die es heute reingespielt hat? Baum. Gefallener Baum, moosig. Ach, sieht auch cool aus. Aber ich habe jetzt hier eigentlich einen Baumstamm in Erinnerung. Es dauert halt auch richtig lang, ja, bis man so ungefähr, ich meine, so groß ist das Gehege jetzt auch nicht. Aber es dauert halt seine Zeit, bis man da mal... Hey, vielen, vielen Dank, Nico, für deinen Lurk. Viel Spaß bei dem, was du machst. Ah, 5 Sterne, Wolf. Wow. Hey, Glückwunsch dazu. Ach. So, jetzt habe ich ruhiges Wasser. Nur, dass ich mal sehe, was weggeht. Hey, lauf da nicht in meinem. Hey, lauf. Hey, gehst du raus? Du legst dich da nicht. Legt er sich da einfach hin? Hey, hier sind Bauarbeiten, Junge. Was soll ich machen? Jetzt schläft er da auch noch.
So. Kann es auch. Vielleicht schaffen wir es. Hier so einen kleinen Wasserfall. Müssen wir mal gucken. So cool. So. So. Nimmt langsam, aber sicher Gestalt an. Aber nur langsam. Das könnte natürlich im Franchise-Modus, wenn die Tierbedürfnisse an sind, jetzt nicht so sehr ausleben, dieses Gestalten. Ich baller jetzt ja alles hier rein, was mir gefällt, wo ich sage, das passt. Das ist leider nicht so möglich. Wenn die natürlich gewisse Sachen nicht mögen oder bestimmte Sachen auch mögen.
Wenn ich wieder Way of Hunter zocke. Jetzt lass mich mal überlegen. Wahrscheinlich eher erst am Wochenende. Vielleicht. Muss ich mal gucken. Das ist echt recht spontan immer. Aber ich sag's mal so, das ist fix. Also Way of Hunter werde ich immer streamen. Es kann mal sein, dass vielleicht mal ein, zwei Wochen gar nichts, gar kein Stream kommt. Wenn irgendein Patch rauskommt oder sowas, haue ich sowieso ein Video raus. Deswegen habe ich heute auch so spät angefangen mit Stream. Ich sitze halt, du sitzt halt für 6 Minuten, sitzt halt eine gute anderthalb Stunde, um so ein 6-Minuten-Video zu machen. Also ich zumindest. Und also da nicht traurig sein, wenn mal so erst auch mal eine Woche nichts kommt. Oder etwas länger nichts kommt. Weil jetzt vielleicht bestimmte Spiele rauskommen, die ich halt zocken möchte. Aber ich werde das immer weiter zocken. Also Way of Hunter habe ich, Way of Hunter, Call of the Wild habe ich, spiele ich jetzt seit gut 2,5, 3 Jahren. Und habe immer wieder gestreamt oder nicht gestreamt. Nö, alles gut. Ja, es kommt doch drauf an. Es kann mal sein, dass ich an einem Abend sage, wo ich total keine Lust habe auf Bauen oder keine Lust habe nachzudenken. Da ist natürlich, sag ich mal, so ein Hunter-Stream immer willkommen, weil da kannst du einfach umherstreifen und das mag ich halt auch in dem Spiel. Aber voll cool. Ich finde die neuen Waffen mega, mega cool. Vor allem die 1903er, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Ich mag diese alten Dinger. Nicht schön, aber selten. Ja, der. Siehst du, der? Oh, wird gleich genutzt. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Brav. Rocky. Ah ja, wir müssen noch gucken, ob wir auch richtig die Namen vergeben haben. Wo sind die anderen? Ah, die schlafen. Doc Sweet. Susie. Oh, ich habe, glaube ich, zweimal Rocky dehydriert. Na, dann trink halt was. So haben wir es ein bisschen versteckt. Thank you.
Willkommen zurück, Nico. Eieiei. Ach du je, die ist schon 22.43 Uhr. Ah, die Zeit rennt. Was sagt er? Nimmt langsam Gestalt an oder? Wenn wir jetzt noch... Wartet mal, jetzt probieren wir was aus. Ist gut. Gut. Ist kein Meisterwerk, aber ist abgenommen von euch. Das beruhigt mich. Spezialeffekte. Danke. Danke. Das ist wirklich sehr, sehr nett. Ich weiß das sehr zu schätzen, Nico. So, und da wir ja einen Horrorpark machen. Muss da noch ein bisschen Atmosphäre her. Ja, ich weiß. Du bist auch herzlichst willkommen. Nebelmittel? Nebelklein. So, passt auf. Das, jetzt machen wir mal ein bisschen dunkler. Umgebungslicht, was ist besser? Ich glaube. Bin jetzt mal gespannt. Warte mal, ich mach das mal, dass ich auch auswählen kann, wenn es jetzt. Ich bin selten sprachlos. Wirklich sehr, sehr selten. Aber jetzt bin ich gerade sprachlos, Nico. Eieiei. Ich glaube, ich muss mal wieder einen Aufruf machen. Ich brauche eine neue Community oder sowas. Artehaltung, Solar, Gartenlicht. Aha. Neue Weltweglicht. Gibt es hier eigentlich Inhaltspaket? Ah, guck mal.
Das muss man noch einbauen, natürlich. Mach's gut, Nico. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Leuchtet der auch? Können wir da irgendeine Kerze reinmachen oder so? Mach das, Nico. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Ja, es nimmt... Es ist halt, wenn du es im Hellen baust, sieht es so aus. Erstmal nach nichts, aber wenn du das dann in die Dunkelheit bringst, wo wir ja Halloween hin haben wollen, das passt dann noch nicht. Oh, ich hätte die... So cool. Da müssen wir auch was draus machen. Dämmerungsspiel. Oh, guckt mal, das leuchtet. Gruselaufkleber. Ich freue mich jetzt schon. Ich freue mich jetzt schon, mit euch den Weihnachtsmarkt zu bauen im Planet Coaster. Ist noch nicht perfekt. Oh, na super. Guck mal, da stehst du als Besucher und denkst dir auch so. Aber die Frage wäre jetzt, gibt es eine Kerze, die man in diese, in die Kürbisse rein tun kann, dass die leuchten? Gibt es da irgendwas? Kerze. Ja, Kerze sollte man auch nicht so, nee. Aber... wenn wir das Umgebungslicht mal hernehmen. Das macht halt die Umgebung. Schade. Schade, das funktioniert so nicht. Ja, die 8-Ball passt schon auf mich auf. Nico. Flutlicht. Das müssen wir irgendwo anders hin machen, dann. das ist also. Mögen würde es die 8-Ball jetzt nicht gleich sagen.
So. Ich würde das jetzt erstmal so lassen. Das Gehege. Das Gehege würde ich jetzt erstmal so lassen und dann könnte man jetzt anfangen zu sagen, man baut jetzt dann beim nächsten Mal hier weiter und dekoriert und setzt dann irgendwo vielleicht hier das nächste Gehege, dass die Besucher dann auch wirklich hier langlaufen, können auch so Einkaufsmöglichkeiten, Hotdog, Hamburger und so weiter machen. Müssen wir eigentlich nicht, weil, wie gesagt, ich weiß, dass sie mich mag. Jan, hey. Ja, würde ich nämlich jetzt... Hey Jan, wir bauen einen Halloween-Park. Und zwar ein Zoo. Und wir haben gerade Wildhunde. Willkommen bei Rocky. Rocky legt sich jetzt gerade hin zum Schlafen. Und Nico gefällt das Gehege sehr gut. Er hat gesagt, ich soll es noch dunkler machen, dass man es weniger sieht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier vielleicht noch irgendwie so Baumstämme oder hier so... Mal gucken, dass hier was drüber gefallen ist. Ist ja jetzt erstmal ein Anfang. Und ja, gut. Noch nicht viel gemacht. Irgendwie. Ist wirklich nicht viel gemacht. Aber ja. Doch 2 Stunden rumgekriegt. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht. Schlaft alle gut. Nico, nur für dich mache ich das. Ne? Ich baue nur so grässlich, nur für dich. Damit du auch was hast zum Schreiben. Schauen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Unser Weihnachtsmarkt war ja zum Schluss auch immer mega cool. Und da kommt noch bestimmt viele Kleinigkeiten dazu. Bitte, bitte. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Vielen Dank fürs Mitschreiben und mit mir unterhalten. Pfiat euch, Servus. Und bis zum nächsten Mal. Schlaf gut. Und habt... Wie? Markus, Nico... mach das, Nico, mach das. Nein. Also, schlaf gut. Bis bald, okay? Ciao, ciao.